Habt ihr uns gehört die ganze Zeit? Ja. Okay, ich dachte eigentlich, weil das sind, wenn ich stumme, dann... Du stummst nur die. Die hören dich trotzdem. Ach so, okay. Die Beinsgruppen auch mal so. Ich dachte, das wäre das, wenn man wenn gestummt ist, dann beide. Nein, das... nur einseitig. Okay. Ja, passt. Aber guck mal, wenn du mich stummst, müsste ich dich auch stummen. Das ist egal. Ach so, ja gut, okay. Da ist, ja, ist ja egal, wenn ihr uns hört. Ja, wie gesagt, 39 Minuten haben wir jetzt gebraucht, bis wir durch waren. Ja, habe ich gesehen. Ja. Gut, dann fahre ich jetzt zum nächsten Apartment und dann starten wir das nächste Ding. Jo. Ja, wir warten. Alles gut. Ab jetzt ist ja alles zu viert. Das war ja nur der erste Überfall. Ja, es gibt nur ein, zwei Missionchen, die noch zu zweit sind. Nee, das ist nur getrennt in zwei Zweiergruppen. Ja, ja, manchmal. Es gibt aber keine zwei. Ja. Es gibt keinen Zweierüberfall mehr, ja. Es gibt aber keine Mission, die nur zu zweit sind, das meine ich. Nee, das nicht, nee. Aber halt. Zwei Teams und so. Dann starte ich mal das nächste Ding. Bist rausgekommen? Was ist los, Markus? Wie er nichts sagt gerade. Ja, ich warte darauf, dass du startest. Ja, ich bin doch jetzt gerade unterwegs im Apartment. Oh Mann. So. Ich packe vor meine Tür, wie ich dann Bock hab. So, dann gehen wir mal hoch. Dann geht's jetzt weiter. Heute mit dem ersten Teil des Gefängnisausbruches. Ausbruch oder Nachbruch? Was hast du mit der Polizei gemacht? So, Gefängnisausbruch. Ich will gern mit der Polizei. Kann ich mir nicht mal zeigen, ob die jetzt mit haben oder nicht? So, da. Ich wollte dich ein bisschen beschäftigen, über. Ein bisschen dein Schießen trainieren. Einladungen sind raus. Ihr müsstet alle eigentlich eine bekommen haben. Nee, nur zum Rennen. Einladung zum Sturzenrennen. Fehlt noch Thomas? Thomas, hast du was bekommen? Mm-mm. Ich hab die Mitglieder eingeladen. Ich join ja jetzt über dich rüber. So, ich hab nochmal eine Einladung geschickt. Aber eigentlich müsstest du es. Der will dich nicht reinlassen. Der will dich nicht reinlassen, okay. Der will mich nicht reinlassen. Right. Ja, das Problem kackt mich das gerade mit dem Einladungssystem an. Das hat nicht funktioniert. Dass du ewig brauchst, jetzt auf die Dinger zugreifst. Jetzt hast du eine Einladung auf jeden Fall bekommen. Hier steht nämlich unten Einladung. Ja, das steht. Okay, perfekt. Jetzt kann ich auch in dich rein. Ach Gott, das will ich bitte nicht. So. Danke, Kettwerfer. Tränengas, Anwendungsmine, Rohrbombe, Kanister. Sekunde stark gleich. Okay. Ich will eigentlich gerne den Dings haben. Reinfall bist du eine Mini-MP. Bei Müller habe ich ja noch zwei. Du brauchst ja nichts zahlen. Das geht ja alles auf mich. Zahl jetzt 40.000 für den Überfall.
Aber wir haben gerade die volle Summe rausgeholt. Ja gut, war jetzt auch nicht besonders schwer. So, Mr. Crest said we should talk about but not here. Aber nicht im Hausflur. Cool, I'll get set up. Wer klingelt da jetzt noch? Der Kredithai. Markus ist so einer, der klingelt dann immer an der Tür und sagt dann, guten Tag, ich möchte Ihnen gerne eine Versicherung verkaufen. Thomas und Kev haben den gleichen Klamottenausstatter, habe ich gerade gesehen. Ja und? Ich bin zu Hause, ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Wieso haben wir denselben Ausstatter? Weil er die gleiche Klamotte anhabt. Overconfident polymath. Ja, Primark. Nee, ich hab T-Shirt. Ich auch. Ja, T-Shirt und weiße Jogginghose. Ja. Auch T-Shirt und weiße Jogginghose. Hab ich auch. Ja, hat er gesagt. Ja, darum geht's doch. Thomas. Ja, wie gesagt, ich bin zu Hause. Ich darf hier rumlaufen, wie ich will. Ich laufe privat tatsächlich genauso rum. Ich hab auch jetzt gerade schwarze T-Shirt und weiße Jogginghose an. Dinge, die Kevs Abonnenten unbedingt wissen wollen. Wir kommen da rein mit dem Kokoma. Werden wir gleich sehen, wie wir es machen. Hier nehmen wir die Liste da. Genau. Gib das mal der Frau. Das sieht man schon direkt die Rollenverteilung. Ne? Ja, wenn wir gleich machen. Wer wo was macht. Nein, ich meine die Rollenverteilung, in dem der Scammer der Frau geht. Ach so, das meinst du. Ja, ja. Das ist ein direkt ja, ist. Eben. Das meine ich damit. Ja, ja. Okay. Die Rollenverteilung stimmt aber noch nicht so ganz. Yvonne ist hier nicht auf ihrem U-Boot über einen Planungstisch gebeugt. Das passt. Gut, wir fangen mit dem ersten Teil an, mit dem Gefängnis, mit dem Flugzeug, würde ich sagen. Ja. So, Einladungen wären raus. Ich mache Schwierigkeiten natürlich wie auch schwer. Wenn das okay ist für euch. Ja, wir wissen, dass du es uns schwer machst. Oder wollt ihr das auf normal spielen? Für mich ist das egal, wir können auch schwer spielen. Oh, man darf aber nur keiner sterben, ne? Also sagt Bescheid, wenn ihr durch ist, wenn ihr bereit seid, weil dann kann ich starten. Jo. Okay. Es darf halt nur keiner sterben. Kev Gaming ist gestorben. Kann alles passieren. Moment. Pilot? Bodentrupp? Markus, machst du einen Pilot? Gehst du eben ja. Rüber? Ich denke, du kannst so mit am besten fliegen. Ja. Irgendwie fehlt gerade einer drüben, genau. So, Bodentrumpf, ja. Ich kann auch mitkriegen, was du willst. Oh, ich freue mich, Yvonne hat dich so hübsch gemacht für die Mission. Ja. Ich habe mich direkt mal ganz anderes angezogen. Ja, das ist gut, ja, machen wir ja los in Laune ab. Bisschen zu kalt. Ich schlüpfe halt dann bei solchen Dingen gerne bequeme Sachen. So. Und zu kalt und meine Freude. Ja. So.
genau. In der Bodengruppe zusammen. Gut sagen, es wäre sehr sinnvoll, wenn der Pilot mit bei mir wäre. Ich denke, mit dem Kuruma sollte das ohne Probleme machbar sein. Die Fahrt nicht überspringen, weil alle das. Ah, Hilfe. Du kannst die Fahrt nicht überspringen, weil ich das noch nie gemacht habe hier. Ja. Ach, alles gut. Manches Mal ist es halt nervig, wenn du dann so ewige Strecken fahren musst. Also, ich habe die Mission schon gelöst, aber nicht auf dieser Konsole. Ne. Ja. Ah, wir ziehen die jetzt einmal durch, komplett und dann nicht mit. Oh, ich wollte schon gerade sagen, ich habe sie tatsächlich sehr spät gesehen. Oh, jetzt. Ich dachte gerade, meine PlayStation hat sich aufgegangen, weil das Bild kurz stehen geblieben war. Okay. Dann packe ich mal den Double Action Revolver raus. Na, bitte lass deinen Revolver in der Hose. Alter, was du schon wieder denkst? Nein, ich meine wirklich ein Double-Action-Revolver. Ich habe diesen Schatz gefunden. Okay. Das ist so ein Revolver aus Red Dead Redemption 2. Ja, ja, ich weiß, den habe ich aber auch gefunden hier. Der liegt in irgendeiner Kiste. Ja. An einem Baum. Den habe ich letztens gefunden, wo ich mit Jack und Co. gezockt habe. Ja, geht hier online. Ich habe den damals schon gesucht, wo ich das. Habe ich in irgendeiner Aufnahme ist das drin, wo der liegt? In irgendeiner alten Playlist ist das mal drin. Zum Glück kann Baby gut schießen. Ja, der Gefängnishausbruch ist mein Liebster, aber der ist auch nicht ganz einfach. Zumindest das Finale ist ein bisschen tricky. Also das Finale vom Gefängnisausbruch kann schon mal zu Nervenzusammenbruch führen. Ja, ich habe den damals, glaube ich, mehrmals ansetzen müssen, bis der dann immer mal geschafft war. Vor allem auch schwer, wenn keiner sterben darf. Mhm. Vor allem über diesen Innenhof zu kommen, ohne zu sterben, ist halt, ja. Mhm. Definitiv. Ja, auch die Flucht mit den Kopf und so, die ist auch nicht ganz ohne. Für den Bodentrupp zumindest nicht. Der Pilot, ja, der kriegt doch schon irgendwie noch hin. Bleib im Auto oder so, ne? Hey, da ist schon einer raus, okay. Dann pass auf. Bitte. Sorry. Nicht schlimm. So, den hat's auf jeden Fall schon geholt. Er hat einen Headshot gekriegt. Autos. Er ist schon mal weg. Zweite ist auch weg.
Da kommt noch ein Auto. Ich weiß. Bin tot. Du kannst umsteigen. Sagst du Bescheid, wenn du umsteigen willst, Markus. Ich mach's schon gerade. Okay. Und wir können von vorne anfangen. Ja. Deswegen sage ich, er bleibt im Auto sitzen. Das ist, wäre wichtig. Aber egal, alles gut. Sorry. Ich wollte von hinten rum. Alles ist gut. Das klappt bei Frauen besser, Thomas. Musst du merken. Ja, zwei. Von hinten rum. Kevin. Ja? Woher willst du wissen, Markus, dass es bei Frauen hinten rum klappt? Das verrate ich nach der Aufnahme. Das ist ein bisschen durch in der Aufnahme jetzt. So. Ich habe aber eigentlich immer gute Erfahrung gehabt. Gut, dass wir relativ nah dran sind. Thomas? Ja? Steigst du bitte den Kummer, bitte? Okay. Tür steht sogar schon weit offen. Wer ist denn. Wer fährt denn da jetzt gerade? Ich bin am Steuer. Okay, alles gut. Ja, Beifahrerseite. Genau. Nee, das ist halt. Das ist am einfachsten, weil du bist geschützter, wenn du in dem Auto sitzen bleibst. Für dich persönlich zumindest besser. Von links kommt noch einer. Hinter uns ist noch einer. Warte. Ja, da. Ich sehe. So. Hinter der Dreckskiste sitzt noch einer. Jetzt ist er tot. In uns kommen Autos. Ich fahr mal noch ein Stück zurück. Die zwei vorne an der Dings sind weg. Am Auto. Du solltest ja, wenn du die startest, vielleicht die Bahn noch frei machen dann gleich. Weil da stehen zwei mehrere Autos quer. Ich fahr mal ein Stück vor jetzt zu dem Flugzeug hier. Ja. Steig mal um, ja? Ja. Thomas, du fährst jetzt in Kuruma. So, dass alles frei machen zu machen ist. Vielleicht mal den Weg frei machen, wenn du das schaffst, vorne. Die Autos wegschieben.
Jetzt wurde das Auto eher direkt vor mich geschoben. Ja. Also so komme ich hier nicht weg. Nee, schon klar. Wir brauchen ein bisschen Luft eigentlich, um die Autos vielleicht wegsetzen zu können. Ich kann dir nicht die Autos wegsetzen gerade. Das ist Schwachsinn, Markus. Ja, nur ich sterbe. Ja, schade. Wir müssen dann auch schon mal ein bisschen reagieren da. Haben wir versucht. So wie die Autos gestanden haben, wärst du eh nicht rausgekommen. Und das Problem, wir waren weg, waren am Wegschieben und der Nächste hat sich dann zugestellt. Aber ob ich jetzt hinter mich raus für so rauszuquetschen oder da stehen bleibe und erschossen werde, das ist... War ja auch null Vorwurf, es ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Komm, wir kriegen das schon hin irgendwie. Dauert zwar wahrscheinlich ein paar Versuche, aber wir kriegen das schon hin. Ich meine, die Elite-Herausforderung, also die 10-Millionen-Challenge, die kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin. Also das ist eigentlich auch nicht das Ziel gewesen. So, wer fehlt da noch? Aber sollen wir nicht mal hinten mit zwei Autos probieren? Kannst du machen, wenn du da sagst, du bist dir der Sichere, dann fahren wir mit zwei Autos. Dann fahren wir schon vor. Wir können es mal versuchen, ja. Hä? Was ist mit deinem Auto? Ich wurde aus dem Schwachland rausgeworfen. Okay. Ist das nicht deiner gewesen? Nee. Okay. Hast du ein Auto jetzt oder brauchen wir das unbedingt noch abholen schnell? Ey, ich hab das wieder. Okay. Wenn mich da keiner rauskriegt, wieder. Ich war's nicht. Irgendeiner von euch auf Fahrzeugsäulen gebracht. Ach, ja, ich fahre mit meinem. Markus, du sagst Bescheid, wenn ich dich an den Flieger ansetzen soll. Ja, es sind wieder Autos angekommen, ne? Ich sehe hinter mir nichts, ja. Aber ich versuche gerade vor mir zu fahren und frei zu machen. Ja, aber die Action geht hinter uns ab. Dann drehe ich mich um. Na, ist egal. Jetzt ist er tot. Ja, auch nicht, oder? Jetzt. Ich mach dir hier mal ein bisschen die Bahn frei. Ja.
Das Auto sieht aus, ja. Ist ja wahrscheinlich zu eng zum Starten jetzt, ne? Hier kommt es wahrscheinlich nicht durch. Nee. Ja, müssen wir gleich gucken, dass wir die Autos vielleicht weggesetzt bekommen. Ja, die Bahn muss frei sein. Ja, Vorsicht, 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 bitte. Wir sind hier noch dazwischen, Thomas, ne? Wir hängen noch dazwischen, bitte. Es ist nichts passiert, alles ist gut. Wir standen noch kurz an der. Kannst du mich erstmal absetzen, Jo? Ich setze dich einfach, okay. Ja. Komm, 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 komm. Jawohl, perfekt. Ich mach den einen Hein hier kurz down. So, dann setzen wir uns die Autos. Versuche ich die Autos jetzt ein bisschen frei zu kriegen. Momentan sieht es hier auch relativ gut aus. Hast du. Passt das so oder musst du noch irgendwie mal. Geht. Gut, perfekt. Perfekt, dann bist du in der Luft, dann sammle ich den Thomas jetzt ein und dann machen wir uns ab. Thomas? Steig ein, ist egal. Wir bauen ab. Wir haben den Flieger. Kevin. Hm? Das, was ich von vornherein machen wollte. Ja, alles gut. Das müssen wir warten, bis der gelandet ist. Ja. Da gucken wir dem Markus so lange zu. Was können wir machen? Wir sind safe. Thomas, der einzige Bier, der seine Maske nicht aufgesetzt hat. In seinem Schwachgang war das eigentlich, der Goldene. Hä? Der Schwachgang, das war mein. In seiner war. Deiner? Ja. Hast leer gemacht währenddessen, ne? Nee, ich hab auf Beifahrer gestellt, weil ich vergessen hatte, dass dann auf jeder steht. Ach so, ja, bei mir steht halt nur auf coolen Freunde. Also meine Fahrzeuge können eigentlich coolen Freunde benutzen. Ich hatte die mir eigentlich ausgebombt, auf einmal fliege ich aus dem Fahrzeug raus. Ja. Ja, ich mach solche Dinge halt gerne aus dem Auto raus, weil du A, geschützt bist, oder geschützt, ziemlich geschützt bist, und B, weil du dann schießen ohne Probleme aus dem Auto raus schießen kannst. Das war jetzt doch schon ein bisschen tricky. Ich hab schon Leute aus dem Hubschrauber übers Meer geworfen oder aus dem Flugzeug. Einfach den fliegen lassen und dann auf einmal über mehr Fahrzeugräumen gemacht. Mhm. Das ist fies. Ja, wenn ja jemand durchstirbt bei so einer Mission, ist dann auch scheiße. Ah, schön sanft, komm. Da kriegst du schon hin. Jetzt. Puh. Bei dem Hangar da vorne, okay. Naja, der eine Hangar da, wo der Passagier. Der Devil Weston Hangar. Ja, genau. Baby? Ja? Nimm dir heute Abend nichts vor.
Sehr gut, Leute, sehr gut. Wir haben nämlich um 7 Uhr noch was zu tun. Was war das denn? Ich glaube, das ist der Hilfsprung, ich hink fest. So, wollt dann haben wir. Flugübungen machen für Fallschirmsprung oder was? Vorbereitung gestanden. Bisschen Geld gibt's. So. Dann nochmal das Thema auch. Dann geht's, glaube ich, jetzt weiter mit dem Bus, ne? Ja. Okay. Genau. Im Bus mit den Leuten, die es interessiert. Aber ich habe im Moment noch meinen Freund die Ladeschnecke. Ja, da bin ich ja am. Der beste Freund eines jedes Videospielers. Das ist der Ladebildschirm, ja. Gut, ja. Dann haben wir das Thema durch und danach geht's weiter mit dem Bus.